Und da sind wir wieder bei Uncharted 3, Drake's Deception. Weiterhin hier bei dieser spannenden Verfolgungsjagd. Oh, oh, X drücken, X, 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 X. Oh. Gut, gut, gut. Wow, das hat wehgetan, denke ich mir. Aber es geht natürlich gleich weiter. Uiuiuiui. Entschuldigung, Platz da. Was? Was hatte der dann für ein Problem? Was heißt hier Problem? Ich würde es auch etwas seltsam finden, wenn ein kleiner Bengel verfolgt von 100.000 Mafiosis in mein Zimmer reinplatzen würde. Okay. Hier rauf, hier rüber und dort längs. Oh! Das hat bestimmt auch etwas wehgetan, kann ich mir vorstellen. Aber wow, hey! Nicht auf mich schießen, ich bin noch ein Kind. Wo jetzt lang? Hab ich dich, du! Was? Wo lang? Okay. Da muss ich mal herausfinden, wo lang ich gehen muss. Hier ist auf jeden Fall richtig, oder? Jupp, hier ist richtig. Sonst geht's nirgends lang. Dann hier. Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Parvus... Sic Parvus Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Na okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stell keine Fragen.
Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Ach, was für dich auch so schön, Charlie. Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm, hm? Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Wir müssen weiter. Okay, das sind viele Informationen auf einmal. Rennen zum Grund. Was? Auf jeden Fall. Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, ja, ja. Gut, okay. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Davor hat er Angst. Ja, das sieht witzig aus. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Haben wir endlich gesehen, wie sich Drake, also Nate und Sully kennengelernt haben. Darauf habe ich mich schon gefreut, denn es wurde ja schon angepriesen, dass im dritten Teil mehr zu Nates Kindheit und so erzählt wird. Und das mit Charlie hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er doch zu uns gehört. Okay. Wir machen es mit Geschick, mit purer Muskelkraft. Gut. Gehen wir rüber. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Catherine verfolgen. Dazu spielen wir hier wieder. Spielen wir hier wieder das Pferd und schieben. Ja, danke für die Hilfe. Ja, genau. Gut gesagt, Drake. Das war so eingeplant. Kommt, kommt, kommt. Hopp, hopp, hopp. Okay. Nicht nachlassen, Jungs. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist.
Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hm? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast du die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Na, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Also, dieser Charlie gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Hey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, ja, komm schon. Nee, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Das mit Scary Poppins fand ich ziemlich cool irgendwie. Das sieht auch cool aus. Scheint alles ruhig. Vier Mafiosi. Auf dem Weg zur grünen Garage. Meint ihr, die sind noch drin? Zum grünen Garagentor natürlich. Wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Können wir schon. Keine Zeit verlieren. Ich kletter mal hier rauf. Und ihr labert noch ein bisschen herum. Ist das gut, Freunde? Gute Arbeitseinteilung. Ich mach natürlich wieder die Drecksarbeit. Und ihr gar nichts. So, hier rauf. Gut, 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 gut. Das sieht doch gut aus. Jetzt hier runter. Und, oh. Jetzt hat man auch einen wunderschönen Überblick über... In welcher Stadt sind wir überhaupt? Aber auf jeden Fall sieht es schön aus. Und dort ist der Mond. Ah. Hab ich schon mal gesagt, dass die Grafik genial ist? Hm, das habt ihr bestimmt schon selber bemerkt. Aber sie ist genial, die Grafik. So. Gehen wir runter. Und jetzt hier rüber. So, komm, Drake, das schaffst du. Sehr schön, Drake. Gut gemacht. So, hier rüber. Also, es muss auch irgendwie alles zu Bruche gehen. Hm. Hier rein, genau. Ach, Mist. Leer? Moment mal, wo ist es? Ist tatsächlich leer. Okay, wo sind die hin? Wo sind die bösen Typen hin? Auf jeden Fall gehe ich mal hier rechts entlang. Vielleicht sind sie da. Oh, was glitzert denn da Schönes? Oh, Hallöchen. Wie schön, eine Brosche oder was auch immer das ist. So, halt dich fest, Drake. Gut gemacht. So, jetzt hier rauf und hier links und... hier runter? Ne, Moment. Moment. Wo geht's jetzt lang? Okay, hier runter einfach mal. Ah ja. Ja. Sehr gut gemacht. Ich kenne das Spiel. Ich kenne es auswendig. Wo ist es? So, okay, versuchen wir es nochmal. Hier runter. Ach, Moment. So, genau. Nee, Idiot. Okay, okay, tut mir leid. So, wisst ihr was? Ihr wisst ja, ich hab's mit meinen Cliffhangern. Das ist zwar kein richtiger Cliffhanger, aber so eine Art. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Man sieht sich. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.